Das Thema des heutigen Abends lautet Weltenklang. Und der Anlass dafür war eine E-Mail. Eine E-Mail von Wilhelm aus La Palma, ein erfahrener Therapeut, der etwas beobachtet hatte. Und zuerst bei Klienten und dann bei sich. Und dann dazu geforscht hat und sagt, Uwe, das musst du wissen und ich schreibe dir mal einfach meine Erlebnisse. Und was er beobachtet hatte, war, dass zum einen in seinem Zentrum, also wenn er sein Feld betrachtet, wie beim Imago, einfach einen Raum macht und sagt, das ist mein Feld, dann tauchte in seinem Feld plötzlich zentral das Wort Tod auf. Und zwar sehr plötzlich, also von einem Tag zum nächsten. Und er hat festgestellt, dass in seinen Zellen Selbstzerstörungsmechanismen aktiviert waren. Also es gibt ja die natürliche Zellzerstörung, natürlichen Zelltod, die Apoptosis. Nicht die natürliche war aktiviert, sondern eine Art von künstlicher Apoptose. Und das war im Grunde seine Beobachtung, einhergehend mit massiven Energieverlusten. So, das klingt erstmal alles dramatisch. Ich lese mir solche E-Mails durch, ja. Und dann schaue ich jetzt mal ganz neutral drauf und sage, kann ich damit irgendwas anfangen? Ist das jetzt eine subjektive Betrachtung, ein Einzelfall? Kann ich das irgendwie nachvollziehen bei ihm, bei mir? Wie wäre es bei meinen Kindern in einigen Monaten und so weiter? Und stellte am Anfang fest, ja, doch, er hat recht, da ist irgendwas. Irgendwas Spannendes passiert da. So, und in all diesen Jahren, mit denen ich mit Innerweis arbeite, gab es viele, viele Herausforderungen und viele Herausforderungen, die am Anfang sehr ungewöhnlich oder bedrohlich aussahen. Und am Ende war es aber immer eine Wachstumschance. Das heißt, diese Herausforderungen zwingen uns, über bestehende Grenzen des Denkens und der Wahrnehmung hinauszugehen, was wir freiwillig nicht machen würden. Ja, das kennen wir ja alle, wenn jemand betroffen ist mit einer Krankheit, den wir im Herzen haben, dann denken wir anders über die Krankheit und Wege nach, als wenn es jemand ist, den wir nicht kennen. Also die persönliche Betroffenheit macht einfach eine Aktivierung von Weitung, Neudenken. So, und genauso habe ich diese Herausforderung verstanden und es kam was Großartiges bei raus. Und genau das möchte ich mit euch teilen, weil es wichtig ist und weil es essentiell ist und weil es auch nach 25 Jahren Innerweis irgendwie auch zusammenfasst. So, deswegen ein großes Danke an den Wilhelm. Und ich möchte jetzt nicht eingehen auf irgendwelche aktuellen Thematiken der letzten 2 Jahre und was da wie irgendwie wer reinspielen lassen könnte. Darum geht es nicht, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wo die Herausforderung herkommt. Also vielleicht ist es ja unsere eigene Seele, unsere eigene Zukunft, die uns solche Herausforderungen schenkt, wenn sie merkt, dass wir faul werden. Wenn wir mal eine kleine Denkhilfe brauchen. Wer weiß schon, also warum immer die anderen verdächtigen, dass die irgendwas Böses vorhaben und uns zerstören wollen oder wehtun wollen. Vielleicht ist es ja unsere eigene Seele, die sagt, du, wenn du es raffst, dann machst du weiter. Und wenn du es halt nicht raffst, dann soll es nicht sein. Aber ich vertraue dir. So, insofern, wer weiß schon, was herkommt. Und das ist auch ein guter Ansatz, weil die Räume, die wir betreten müssen, um das Thema zu verstehen, sind Welten, die jenseits aller Linearität sind und die wir normalerweise betrachten. Und deswegen hat das Webinar auch den Thema Weltenklang, weil es geht um Welten, Betrachtungswelten, dimensionale Strukturen, aus denen heraus wir schauen oder in die wir hinein klingen oder klingen lassen. So, jetzt erstmal wieder zurück zu dem, was der Wilhelm beobachtet hatte, ja, wenn ich jetzt feststelle, und ich habe das mit einigen Leuten mir angeschaut, das ist eine Thematik, die sich relativ schnell verbreitet, sagen wir es mal so. Es gibt also plötzlich Menschen, und es taucht im Englischen auch dieser Begriff Sudden Death, also plötzlicher Tod, auch zunehmend auf. Es gibt diese Beobachtung, dass es plötzlich Veränderungen gibt, die eben einhergehen können mit Krankheiten, mit Unfällen, mit plötzlichen Fieber und so weiter und so fort und Energieabfällen, das ist richtig. Das ist alles korrekt, aber das führt uns nirgendwo hin.
Also ich war vor 3 Tagen im Supermarkt einkaufen, bin anschließend fast die Kellertreppe runter und die Haustreppe hochgeflogen. Also zweimal gestolpert und merkte auch, stimmt was nicht. So beschimpfe ich jetzt den Supermarkt, dass da irgendwas nicht war. Oder schaue ich mir an, wo ist meine Lernaufgabe, auf mich zu achten? Wo habe ich ein Thema eingeladen, was mich zwingt, neu nachzudenken? So, deswegen diese Bitte weg aus den Beschuldigungen und gleich mal rein ins Nachdenken. So, ich gebe euch erstmal eine Grafik, die zu dem Thema entstanden ist. Das ging sehr schnell. Ihr habt ja bei dieser Grafik die Herausforderung. Das ist das, was der Willem auch beschrieben hat und was ich auch bei anderen nachvollziehen konnte und was in Zukunft sich auch noch vermutlich ausbreiten wird. Nämlich, dass plötzlich das Wort Tod im Zentrum des Feldes steht. Das ist hier oben, wir sind bei Herausforderungen. Und Tod, wir haben früher, als ich Krankenpfleger war und ein Mensch verstorben ist, dann haben wir immer dieses, nennt sich Hammerkreuz, in die Krankenakten gemalt, dass jemand verstorben ist. Deswegen habe ich mal dieses Symbol gewählt. Und wenn ihr also euer Feld anschaut oder das Feld von Menschen, wo ihr vermutet, dass derartiges vorliegt, dann findet ihr zentral das Wort Tod. Gut. Das Zweite, was auffällt, und das ist hier unten, das ist eine Grafik, die nennt sich Alive, das ist eine Innerweis-Grafik aus dem Bereich Homo Integer. Und da haben wir hier das andere beschrieben. Und in der sozusagen dieser Stumpf, der dann diese Finger hat, und diese Finger stehen für die Einflüsse, die für die Felder, die hinter solchen Strukturen standen in der Menschheitsgeschichte. Also, dass dort bestimmte Kräfte wirken, die dann am Ende zu irgendwelchen Arten von Seuchen führten, egal welche. Und normalerweise, wenn derartige Energien vorliegen, findet man, wenn das hier unser zentraler Raum ist, das Goldene, diese goldene Scheibe, dann finden wir hier wie ein Eindringen einer dieser Kräfte in dieses Tortenstück hinein. Also, ob das wie so sich hineinwälzt in unser Feld. In dem Fall finden wir nur eine zarte Linie. Das heißt, wenn diese Herausforderung vorliegt, dann ist nur eine zarte Linie da. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn wir mit einem Laser auf einen Baum leuchten, der so circa 300 Meter weg ist. Die Wiese zwischen mir und dem Baum hat keine Fußspuren und trotzdem kippt der Baum irgendwann um, obwohl er den Laser am Anfang nur für einen Witz gehalten hat, das Licht. Das ist so ungefähr wie so eine Art von Einstrahlung in das Ganze. Wenn das weitergeht, das heißt, am Anfang haben wir nur dieses Wort Tod zentral im Zentrum und wir haben jetzt hier diese Art von energetischem Einfluss, Einstrahlung, Information, die bis in unser Zentrum reicht. Wenn sich das weiter ausbreitet, dann finden wir diese Einflüsse auch in anderen Sektoren hier, dann nimmt die Anzahl dieser Einstrahlungen zu. So, das ist das, was wir in der Analytik finden. Wenn wir hinschauen, sagt, liegt eine derartige Thematik vor? Ja, nein. Dann finden wir genau hier in diesen beiden Grafiken so. Da könnt ihr ja mal schauen, ob ihr bei euch derartiges findet. Ich versuche mal doch nebenbei Chat zu lesen. Einfach nur mal schauen, ob ihr, wenn ihr jetzt wirklich spezifisch schaut, gibt es derartige Irritationen? Ja, nein. Oder kennt ihr jemanden, wo das da ist? Oder ja, einfach kurz schauen und kurz in den Chat. Gut. Wenn ihr bei euch nichts findet, einfach mal schauen, wie wäre es jetzt in 1, 2, 3 Monaten bei euch oder wie wäre es bei jemand anderem. Einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie nehmt ihr das wahr? Also auch gerade dieses Feld Tod, wie nehmt ihr es wahr? Wo ist es? Okay, die meisten haben ein Ja. Also mir geht es einfach nur um diese Erfahrung, wie sich das anfühlt. So, jetzt kommen wir mal zum Spannenden, weil das ist sozusagen ja nur die Einladung gewesen, eine Thematik.
Wenn wir jetzt schauen, dann haben wir verschiedene Welten. Das heißt, wir haben hier oben in der Grafik, in der Mitte haben wir den Spiegel. Wir haben hier mit fünftens beschrieben die Illusionen. Und ihr kennt teilweise die Illusionen aus der Grafik Red Circle. Da haben wir auch diese illusionäre Welt außerhalb von uns. Die ist hier auf dieser Seite dargestellt. Hier haben wir unsere lineare mit 1 beschrieben, die lineare Dual-Welt. Ihr habt hier unten auch nochmal die Erklärung der einzelnen Zahlen. Also 1 ist diese lineare duale Menschenwelt. Das ist unser Körper, das sind unsere Arten zu leben, das ist unsere Umwelt, unsere Interaktionen. Das ist alles relativ linear, erkenntlich, erklärlich, verständlich und so weiter und so fort. Das ist dieser erste Raum. Der zweite Raum ist unsere Seelenwelt. Das haben wir bei Innerweis ausgearbeitet unter dem Begriff Seelenreise. Wie funktioniert die Reise der Seele? Wie wird die Seele aktiviert oder aus dem Schlaf geweckt von der Schöpfung? Wie entsteht dann die Konzentration? Wie entsteht der Plan? Wie entsteht die Weitung? Wie entsteht Lebensraum? Und wie kommt es dann zur konkreten Dualität, zum menschlichen Sein? Und was auch deutlich wurde, war, dass eben nicht alles der Seele dann hier in eins sozusagen in das konkret Menschliche eintritt, sondern dass ein kleiner oder größerer Teil in zwei bleibt, also im Konjunktiv der Seele. So, das ist zwei, stellt also die Seelenreise dar. Das dritte ist ein Thema, die dritte Welt, die dazu kommt, hier als drittes, sozusagen als zweites Hufeisen um das Menschliche gelegt. Ist etwas, was in der Astronomie zunehmend beobachtet wird, was von Stephen Hawking beschrieben wurde oder vermutet wurde, nämlich das Multiversum, dass es neben unserem Universum viele parallele Realitäten gibt, viele parallele Welten gibt und völlig unklar ist, ob wir dort auch existieren oder nicht und inwiefern Verschränkungen zwischen anderen Universen und unserem bestehen, ob es Beeinflussungen gibt, ja, nein, ob die positiv oder negativ sind, viele, viele Fragen, viele gute Fragen. Insofern steht 3 für diesen Begriff Multiversum. Da findet ihr, wenn ihr auf YouTube geht und einfach mal Multiversum eingebt, findet ihr ganz spannende Informationen und Abbildungen und Videos dazu. So, wir haben also jetzt schon 3 Räume. Klassischer Therapeut schaut ja nur auf Mensch in seinem Umfeld, auf 1. Wenn wir ein bisschen weiter schauen und verstehen wollen, warum etwas in 1 passiert, schauen wir in 2, in den Seelenraum. Haben uns dann auch angeschaut, wie ist die Verteilung zwischen 1 und 2, wie viel von einem Menschen ist bei 1, wie viel bei 2, was ist gesund, welche Auswirkungen hat was, wenn was von 1 in 2 rutscht oder von 2 in 1. So, dann kam dazu das Multiversum, noch relativ frisch, vor einigen Wochen erst, als dritten Raum, als dritte Welt, die wir betrachten, auch die wir therapeutisch betrachten. Und wo wir bisher einfach nur gescannt haben mit den Händen, ob hier in diesem Multiversum sich etwas abbilden oder finden lässt, was einen irritierenden Einfluss auf 2 oder 1 hat, also auf die Seelenwelt oder auf die Menschenwelt. Wenn ich die Begriffe nochmal anders fasse, mit Michael Ende wäre das hier die Menschenwelt und das wäre von 2 wäre Phantasien. So. 3 wäre also dann Multiversum. So, und mein Gefühl war, nachdem der Wilhelm das geschrieben hatte, ich finde in 1, 2 und 3 nicht die Antworten auf die Thematik. Also in dem bisher bekannten System ist die Antwort für die Herausforderung nicht findbar. Sondern der Blick auf die Welten muss erweitert werden. Also es braucht wieder eine Weitung, ein Zulassen von etwas, sozusagen ein Betreten von unbekannten Räumen. Und sich neu orientieren. Und so kam die Idee, hinter dem Multiversum diese vierte Welt zu betreten und zu erforschen und zu entdecken. Und ich finde für diese vierte Welt keinen Namen und weigere mich auch irgendwie einen Namen für diese Welt zu definieren. Deswegen steht hier unten auch Punkt, Punkt, Punkt. Das ist mit Absicht so. Nämlich, ich würde sie einfach nicht benennen wollen. Sie hat was mit Schöpfung zu tun. Sie hat was mit Manifestation und so weiter zu tun. Das ist alles richtig. Aber lassen wir es einfach mal unbenannt dort stehen. So, jetzt ergehen sich aus dieser Grafik viele, viele spannende Betrachtungen.
Ich könnte also zum Beispiel schauen, wie weit ist meine Verteilung zwischen der rechten und der linken Seite? Wie weit lebe ich in der Illusion, die ich mir gebaut habe? Ob ich die jetzt Leid nenne oder ob ich die Schuld nenne oder ob ich die sonst wie nenne, ist ja völlig egal. Und wie weit befinde ich mich auf der anderen Seite? Also das wäre schon mal eine ganz spannende Frage. Nur an euch einfach mal schauen, wie viel von euch ist in 5 in der Illusion existent? Kann ja positiv und negative illusionäre Räume sein. Und wie viel von euch ist auf der anderen Seite? Da einfach mal hinschauen, wie so die aktuelle Verteilung ist zwischen den Welten. Schreibt es euch in den Chat rein, auch wenn ich nicht alles lese, aber es ist für euch auch wenn ihr es untereinander lest, ist es ein schönes Feedback und eine Bestätigung, wo andere stehen und ja. Von leider nur Illusionen, 40, 60, also 30 Illusionen. Eine gewisse Mischung liegt vor, sagen wir es mal so. Ihr werdet ja als Therapeuten und als Coaches auch immer wieder erkannt haben, dass wenn Menschen sich in der Illusion befinden, das ist das, wo wir therapeutisch nicht rankommen, weil das ist das, was sie nähren und immer wieder erschaffen, um sich daran festzuhalten. Das ist nicht real, das ist von ihnen gebaut. Und unsere Aufgabe als Therapeuten ist es, sie aus der Illusion in das Reale zu bringen. Also, dass sie bereit sind, die Illusion loszulassen. Gut. So viel dazu. Jetzt kommen wir zur Auflösung erstmal. Jetzt erstmal wegputzen den Dreck, damit wir klar sehen und weitergehen können. 5 Schritte sind es. Ich habe sie hier unten nur teilweise angedeutet. Ihr habt also erstmal ein Arbeiten mit dem vierten, mit der vierten Welt, der Unbenannten. Dann ein Arbeiten mit der dritten, mit der zweiten, mit der ersten und dann ein Loslassen der Illusion. Ich kann, wenn jemand 100% in der Illusion ist, nicht sagen, du musst erst die Illusion loslassen und dann können wir den Rest aufbauen. Das funktioniert nicht. Zuerst müssen wir das stabile Zuhause wieder kreieren, damit sich jemand entscheiden kann, zu sagen, okay, ich brauche die Illusion nicht, weil es gibt ja ein Zuhause. Also aktivieren wir zuerst diese 4 Welten. Und diese 4 Welten aktivieren wir mit einem Schema, was wir bei der Diktatur des Anderen auch schon verwendet haben. Und da gehe ich gleich mal aus der Grafik raus und zeige es euch. Ihr seht hier unten nur einen Schritt angedeutet, nämlich das ist der Kernschritt. Wir müssen in all diesen Welten diesen göttlichen Torus, wir haben bei der Seele in Stille, haben wir diese Aktivierung des göttlichen Torus wie der Schöpfungsprozess, der dann die Seele aus dem Schlaf erweckt und wieder in die Lebendigkeit bringt. Und das ist so die Kernaktivierung, die in allen Welten stattfindet. Da ist aber noch mehr, da gucken wir gleich zusammen hin. Gut, ich gehe mal hier raus. Und dann gehen wir in eine andere Grafik. Das ist jetzt keine Grafik, das ist eine Vorschau auf das Buch Die Diktatur des Anderen, was gerade so noch eine Woche braucht, bis es in Druck geht. Ihr habt hier ist das nochmal dargestellt mit dem göttlichen Torus, ihr habt hier die Seele in Stille und dann findet eine Art von göttlichem Orgasmus, Schöpfung, Feuerwerk statt, wo diese Seele aus diesem Ruhe-Stille-Zustand aktiviert wird und die Belebung gebracht wird. Das ist dieses hier. Und wenn die Seele belebt ist, dann ergibt sich eine Kugel, dann gibt sich eine Konzentration, da wird der Plan geschrieben, dann entscheidet sich die Seele hier für eine Drehrichtung, dann gibt es eine Weitung des Raumes, aus der Weitung wird der ganze Lebensraum und dann kommt sie hier konkret auf dieser blauen Linie an, das ist der physische Teil, das ist die lineare duale Welt und der Rest der Kugel ist die zweite Welt, nämlich die nicht lineare, nicht duale Welt, also sozusagen Phantasien und hier drüben haben wir dann die Menschenwelt. Und dann ergibt sich daraus ein Energiefluss, es strömt also permanent wie durch einen Torus hindurch. Und dann ergibt sich daraus dann, das ist dieser Torus, daraus ergeben sich dann die Lebens- und Wachstumsaufgaben. Hier sind mal verschiedene Seelenreisen hintereinander, also einfach überlagert betrachtet.
wie das aussieht. Ich zeige euch erst die Grafiken und dann zeige ich euch, wie ihr das virtuell mit den Händen aktiviert. Also einfach nochmal kurz Erinnerung, Seele in Stille oder System in Stille, Aktivierung, Belebung, Schöpfungsprozess. Dann gibt es die Konzentration, dann gibt es die Drehrichtung, dann gibt es die Weitung und dann entsteht diese Kugel. Und dann geht die Energie über die Kugel rüber und hier drüben kommt sie dann in den Körper rein, dann können die Eltern miteinander schlafen und dann gibt es ein Baby. So, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Das nächste, was wir brauchen, ist Ossia. Ossia kennt ihr, das ist diese Grafik, die Subklienten, Kernthemen und im Original auch noch die Therapiewege beschreibt. Und hier haben wir mal, das ist noch nicht ganz fertig, die Grafik abgedunkelt, die äußeren Bereiche und konzentrieren uns nur auf diesen Kernbereich. Das ist ein Kernbereich, wo wir das Individuum haben, also Subklienten, wer sind meine Klienten, das Individuum selbst, die Präsenz, die Dimensionen, der Lebensweg, der Sinn, die Autonomie, Verschränkungen, Räume, Verantwortlichkeiten und systemische Einflüsse. Auf der anderen Seite haben wir Kernthemen, nämlich Eigengeschwächt, Fremdes, was eingedrungen ist, Falsches, was vorliegt, Tore, Fragmente, Totes, Risse, Verstecktes und Anderszeit. Das sind mögliche Klienten. Ich habe euch hier nur den inneren Bereich abgebildet, weil wir nachher mit Handbewegungen zuerst einfach nur diese liegende Acht, ja, durchlaufen. Einfach nur eine Bewegung durch diese liegende Acht durchführen und dabei scannen und auflösen. Wir müssen aber auch wissen, dass diese liegende Acht noch eine Unterebene hat. Das ist hier aktiviert. Das heißt, bei der Präsenz haben wir hier jetzt uns selbst, bei den Dimensionen Nährung, Entwicklung, bei den Räumen innere, äußere, bei Verantwortlichkeiten verschiedene Bereiche, gelebte, ungewährte, gestohlene, geteilte und so weiter. Bei Eigen verkauft, verloren, verraten, geschwächt, vergessen, Fremdes ist bewusst oder unbewusst eingetreten, Falsches in all seinen Spielarten von Kopie, Klon, Baupose, Abbild, Hologramm, Tore mit seinen Untervarianten, Totes mit den Untervarianten, nicht gekommenes, nicht gegangenes und Risse auch nochmal mit Untervarianten. Das ist wie sozusagen eine vertiefte Ebene des Ossia hier. Bitte nicht versuchen zu merken, einfach nur auf die Grafik schauen und sagen, okay, gibt's, wird er gleich erklären, wie ich damit arbeite. Jetzt gehen wir weiter. Den nächsten Schritt, den wir in der Aktivierung brauchen, das haben wir hier. Das ist auf der Grafik Glück enthalten bei Innerweis. Hier haben wir die menschlichen Dimensionen mal angeordnet als Ringe und außen haben wir die Schöpfung. Und es gibt drei Begegnungen zwischen Mensch und Schöpfung, die notwendig sind, um Glück und Nährung zu haben. Die erste ist, dass der Mensch durch die Dimensionen hindurch die Schöpfung, die Quelle, Gott oder wie auch immer erreicht. Also aus eigener Kraft es schafft, die Widerstände zu überwinden, die daran ihn hindern, die Schöpfung zu erreichen. Das zweite ist, dass die Schöpfung dann über, jetzt sind diese Dimensionen nicht als Scheiben angeordnet, sondern als Blütenblätter oder man kann sich das auch wie nährende Brüste vorstellen, dass die Schöpfung dann uns durch diese Nährung jede Dimension eine Art von Nährungsqualität darstellt und uns als Menschen nährt. Das ist die zweite Begegnung, die Schöpfung kommt zu uns und nährt uns. Und die dritte Begegnung ist, dass der Mensch sich dessen würdig fühlt und sagt, okay, ich kann das annehmen und geht durch diese Zwischenräume, die hier weiß sind, sind hier Gold dargestellt, dehnt er sich aus und berührt am Ende wieder die Schöpfung. Das sind also im Grunde drei Begegnungen zwischen Mensch und Quelle. Auch wieder merken, sind am Ende drei Handbewegungen. Einfach nur merken, dass es das gibt. So, dann haben wir noch eins. Das sind die Dimensionen hier, von denen wir ausgehen. Also menschliche Dimensionen, das ist das, wo wir uns drin entwickeln in diesem Leben, warum wir sind. Wir sind nicht wegen dem Häuschen und dem Konto und den Enkelkindern da, sondern wir sind da, um uns zu entwickeln. Und zwar permanent weiter und nicht zurück. Und das sind die Dimensionen, die hier eine Rolle spielen. Und das, was ihr jetzt noch braucht, ist, dass die Seele hat sich ja hier oben für eine Drehrichtung entschieden. Hier entscheidet sie sich primär für rechts oder links drehend als Grundmodus. Und diese Drehrichtung muss dann auch in allen Dimensionen, das ist wie ein Grundklang. Die Seele hat sich für einen Grundklang entschieden und dieser eigene Grundklang muss dann in allen Dimensionen der Erkenntnis auch gelebt werden.
Also, dass ich die Welt aus meinen Augen, in meiner Art, in meinem, mit meinem Ton entdecke und nicht im Leben entdecke. Darum geht's. So, am Ende haben wir dann diesen Energiefluss, der da durchgeht. Gut. Das war die Grafik. Wir springen wieder zurück zu der anderen. Die müssen wieder öffnen. Kommt gleich. Lass hier noch ein bisschen springen. So. Jetzt sind wir wieder hier. Das, was hier dargestellt ist, hier unten, ich zeige euch das gleich mit der Hand, ich mache gleich mein Bild nochmal groß, nehme die Grafik raus. Wir führen jetzt diesen Prozess der Aktivierung in all diesen Welten durch. Und danach können wir uns entscheiden, die Illusion loszulassen. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir das, was hier vorne vorliegt, rausgeputzt. Das ist erstmal weg. Dann hätten wir sozusagen den ersten Teil, den therapeutischen Schritt erledigt und hätten wieder den Originalzustand, nämlich ohne Tod hier, ohne Zerstörung hier und ohne Einflüsse hier als stabiles System wiederhergestellt. In der Qualität, weil wir in vier Welten arbeiten, wie wir es wahrscheinlich bisher so noch nicht hatten. Das ist Schritt 1. Und wenn wir den durch haben, dann kommen wir zu dem Spannenden, was nämlich dann passiert, wenn das durchgeputzt ist und wir erkennen, was wir hier gemacht haben und wo die großen Geschenke liegen. Also, wenn ihr jetzt, ihr habt ja gesehen, das sind die Hufeisenstrukturen, die um einen Kern liegen. Hier ist der Kern und da liegt so ein Hufeisen der zweiten Welt, der dritten Welt, der vierten Welt drumherum. Dann nehme ich zuerst die vierte Welt. Und was ich mache, ist dieses, was ich euch gezeigt habe mit der Aktivierung der Schöpfung. Ich stelle mir vor, dass zwischen meinen Händen die Seele oder das, was sich in Stille befindet, ist. Und durch das Auseinanderziehen aktiviere ich diesen Schöpfungsprozess. Das heißt, ich visualisiere, wie dieser Torus da entsteht und dieses in Stille befindliche Teil dann aktiviert. Also die erste Bewegung ist durch ein Auseinanderziehen der Hände, diesen Schöpfungsprozess zu aktivieren. Wenn ich das habe, gehe ich in die Weite und aktiviere die einzelnen Schritte der Seelenreise, also Konzentration, Drehrichtung, Weitung, Lebensraum. So. Jetzt habe ich diese wie so eine große Seifenblase in der Hand. Und diese Seifenblase halte ich mit einer Hand fest. Das heißt, die eine Hand bleibt stehen, die hält die Seifenblase, die klebt hier dran. Jetzt kann die andere Hand durch das Ossia arbeiten. Das heißt, erst ein Finger durch die mittlere Struktur des Ossia, die liegende Acht. Und dann öffnet sich die Hand und kämmt sozusagen die äußeren Bereiche durch. Das war die zweite Ebene, die ich euch gezeigt habe. Die Hand ist hierbei auf der einen Seite der Scanner, der also eine Irritation wahrnimmt und gleichzeitig das Tor, durch das die Energien kommen, die die Irritation aufheben. Das führt dazu, dass wenn ihr so arbeitet, ihr manchmal so zucken müsst. Ja? Das sind wie kleine Entladungen, die durch euren Körper stattfinden, weil ihr ja keine Therapiewerkzeuge mehr verwendet, die das für euch tun. Ob Medikamente, Heilpraten, Homöopathie, was auch immer es sonst tut für euch. Jetzt benutzt ihr selber euren Körper zum einen zum Scannen. Die Hand ist der Scanner und gleichzeitig ist es das Tor, durch das dann die Informationen durchtreten, die das spezifisch auflösen können. Was zu einer Entladung führt, deswegen bitte nicht über die kleinen Zuckungen wundern, die ihr dann habt. Es sind so kleine Widerstände, die sich entladen. Also Entladung ist der beste Begriff. Also, die Hand hält die Seifenblase. Ossia, erstmal die inzentrale Struktur, dann mit der ganzen Hand die äußere Struktur. Dann hatten wir diese drei Begegnungen. Das heißt, meine Hand wird jetzt zum Individuum und bewegt sich durch die Schichten der Dimensionen hindurch, um die Schöpfung zu berühren. Wenn sie einen Widerstand spürt, dann wird sie sofort wieder zum Tor und löst ihn auf. Wieder zucken, wieder Entladung. Ja? Also, bis ihr vom Zentrum nach draußen völlig frei durchkommt. Dann wird die Hand zu den Nährungsqualitäten, zu diesen Blütenblättern, zu diesen nährenden Brüsten der Schöpfung und geht vom Außen zum Zentrum, zum Individuum und bietet die Nährung an. Auch da wieder Widerstände auflösen, Entladung. Und dann geht die Hand von innen wieder nach außen. Der Mensch fühlt sich würdig und nimmt das an und begegnet der Schöpfung wieder. Und dann am Ende drei Bewegungen. So sieht es aus. Nur dass zwischendurch, wenn Widerstände da sind, die sich gleich noch auflösen, kleine Entladungen stattfinden.
Dann war diese Grafik mit den Dimensionen der Entwicklung und der Drehrichtung. Und dann geht meine Hand durch die gewählte Drehrichtung den Klang einmal durch und aktiviert die in jeder der Entwicklungsdimensionen. So lang oder so lang, welche Drehrichtung gewählt wurde, auch dort wieder Widerstände durch Zucken auflösen oder Entladungen auflösen. Und dann haben wir den Energiefluss. Das ist im Grunde wie eine Art von Torus. Das heißt, wenn eure Hand zum Apfel wird, ja, in 3D, dann seid ihr jetzt mittendrin und dann weitet sie sich, geht außen über die Schale und kommt wieder zurück und geht wieder ins Zentrum. Das ist ja im Grunde ein Torus. Das heißt, eure Hand ist das Zentrum, wird zum Energiefluss, wird groß und weit und kommt auf der anderen Seite wieder zurück und geht ins Zentrum. Das heißt, die Hand bleibt auf einer Achse und öffnet sich, wird der Apfel und geht zurück. Das symbolisiert den Energiestrom, der dann durch unser Leben durchströmt. Also kurze Wiederholung. Aktivierung des göttlichen Torus. Weitung, Entstehung der Strukturen. Klärung des Ossia. Klärung der dimensionalen Näherung. Aktivierung der Drehrichtung, so oder so lang. Und dann nur noch der Energiestrom. Diese Abläufe, ihr kriegt den Mitschnitt. Diese Abläufe, jetzt gehen wir wieder auf die Grafik. Das macht ihr zuerst für viertens, dann für drittens, dann für zweitens und dann für erstens. Also bei der Diktatur des anderen haben wir das ja im Grunde einmal durchgeführt. Ja, da sind wir vom zweiten Raum ausgegangen. Und jetzt macht ihr das zuerst für den vierten Raum, dann für den dritten, dann für den zweiten und dann für den ersten. Und ihr könnt vorher ja auch geschaut haben, dieses Tod und die Linien, wie weit waren die im ersten, im zweiten, im dritten und im vierten Raum bereits vorhanden. Nach meiner Beobachtung fängt das eher bei 4 an und setzt sich nach vorne durch. Ja, auch das ist ja spannend, wenn ich hier etwas finde, wo zwischen 1 und 4 ist das bereits präsent und auffindbar. So, und deswegen würde ich immer mit viertens beginnen, würde viertens klären mit dem Ablauf. Und ich mache das halt, ich gehe mal wieder raus und seht ihr mich groß. Wenn ich jetzt hier den Mensch habe in der linearen Welt, dann habe ich das erste Hufeisen, die Seele, also Mensch, erste Hufeisen, Seele, zweite Multiversum, dritte das Unbenennbare. Dann gehe ich zuerst in das Unbenennbare, stelle es mir vor, zieht so in die Weite, macht die Aktivierung. Länger braucht es nicht. Nur ein bisschen Übung. Ja. Das war schon eine von diesen Welten. Die dritte. Ja. So, zweite, erste. Das mache ich viermal hintereinander. Und wenn ich dann nachkontrolliere, sollte das, was ich hier am Anfang gefunden habe, weg sein. Das ist weg und hier sollten auch keinerlei Einstrahlungen mehr vorliegen. Das heißt, ich bin dadurch in der Lage, diese Irritation in kürzester Zeit einfach rauszuputzen. So, jetzt fängt der Spaß an. Jetzt ist der Therapeut fertig, jetzt kann der Philosoph kommen und sagt, warum eigentlich das Ganze? Also, warum passiert das? Und ja, einen weiteren Raum entdeckt und ja, noch anstrengender, noch komplizierter, geht es nicht mal einfacher. Warum ist das alles nötig? Nötig ist es, weil wir jetzt die Chance haben, erstens zu erkennen, ihr habt es ja auch vorhin gesehen, wie viele Anteile von uns in der Illusion leben. Und wie viele Anteile nur in diesen realen Welten. Das heißt, ich habe jetzt hier, wenn ich das aktiviert habe, die Chance, eine große Entscheidung zu treffen, nämlich mich von der Illusion zu verabschieden. Und zu sagen, mein Zuhause ist das hier, das ist real, das ist Illusion. Auch wenn ich da drin gebadet habe und mich geweidet habe und sonst wie, und es hat Spaß gemacht, es hat wehgetan, was auch immer wir da gemacht haben. Aber das ist so der erste wesentliche Schritt. Wir müssen uns von der Illusion von fünftens verabschieden. Die 100% loslassen. Womit wir wieder beim Wort Integrität sind. Wenn ich das gemacht habe, dann ergibt sich folgende Möglichkeit. Das war ein Hufeisen hier.
ich könnte doch jetzt komplettieren. Was wäre, wenn um eins herum, wie hier drüben, und das nennt sich die Chance in der Grafik, zwei plötzlich zirkulär vorhanden ist und nicht mehr hier ein Spiegel ist und wir die Illusion hier drüben haben, sondern zwei zirkulär vorhanden ist, drei zirkulär vorhanden ist, vier zirkulär vorhanden ist? Was wäre, wenn das möglich wäre? Das ist die Aussicht, das ist die Chance, die wir haben, da auch einen völlig anderen Zustand zu erlangen. Und das hat Auswirkungen. Wenn ich diese Struktur mit der Spiegelung und der Illusion und den unterbrochenen Energieströmen hier, das ist ja alles unterbrochen an der Stelle am Spiegel, wenn ich das aufgebe und mich dafür entscheide, also gegen die Illusion, dann habe ich auf der einen Seite einen drastischen Anstieg der inneren Vollkommenheit. Ich war irgendwann in Venedig und habe im Guggenheim-Museum mir, da sind Bilder von Meistern aus der Jugend und aus der Reifenphase. Und da hängt eben dieses aus der Jugend, ich weiß gar nicht mehr, welcher Meister es war, ganz präzise mit Bleistift irgendwelche Strukturen gezeichnet. Ein völlig langweiliges Bild, wenn da nicht dieser Name drunter stände, wäre es völlig wertlos. Und dann hängt einen Raum weiter, hängen die Alterswerke. Und die Alterswerke sind ja bei Künstlern eher so, der nimmt einfach Farbe und schmeißt sie an die Leinwand. Und plötzlich wird es ganz wertvoll damit. Also beim Alterswerk ist es egal, wie die Farbe an die Leinwand gekommen ist. Es hat eine unglaublich starke Aussagekraft. Es berührt ganz tief. Das ist ein ganz, ganz großes Tor. Und die Qualität eines Künstlers hängt immer davon ab und ihrer Werke, welche Art von Vollkommenheit sie erlangt haben. Das heißt, je größer die innere Vollkommenheit ist, also die Rückverbindung mit der Quelle, das Vertrauen in die Schöpfung. Und wir haben so die Möglichkeit, wir sind entweder verbunden mit der Schöpfung oder wir sind in der Angst, in der Abgetrenntheit, in der Kälte, in der Einsamkeit. Die beiden Möglichkeiten haben wir noch. Je mehr wir im Vertrauen und in der Anbindung sind, desto stärker kann das, was durch uns hindurch wirkt, spricht, sich ausdrückt, auch berühren und verändern. So, insofern ist die innere Vollkommenheit ein ganz wesentlicher Punkt, ist sozusagen die Folge unserer Entwicklung. Und wir suchen eben oft Situationen und Menschen im Leben, die uns triggern, bestimmte Bereiche anschauen zu müssen, um uns da entwickeln zu können. Deswegen suchen wir die meisten Partner aus und Freunde und Firmenbeteiligung und sonst irgendwas, um uns zu triggern, um etwas entwickeln zu müssen, wo wir normalerweise freiwillig nicht hingucken würden. Mit dem Ziel, uns zu vervollkommnen. So. Jetzt habt ihr plötzlich mit dem Loslassen der Illusion die Chance, einen Riesensprung zu machen in der Vollkommenheit. Das hat aber Konsequenzen. Diese Ringstrukturen haben verschiedene Energiedichten. Das heißt, diese duale Eins, duale Menschenwelt, diese lineare Welt hat die geringste Energiedichte. Die Seelenwelt ist höher, drei ist höher und vier ist noch höher. Das ist eher so eine Art von Exponentialkurve nach außen. Wenn ich die Kreise schließe, dann hört dieser permanente Energieverfluss, dieses Abströmen in die Illusion auf, dieses Ausbluten hört auf. Das heißt, ich kriege mein Gesamtenergiesystem deutlich erhöht. Da braucht es ein bisschen Zeit, damit klarzukommen. Das heißt, es ist ein langsamer Prozess, der stattfindet. Was ihr aber zum Beispiel beobachten könnt, wir haben eine Grafik gemacht zum Thema Detox. Das ist die biochemische Disharmonie, die wir in uns haben. Kann es euch ja schon mal zeigen. Die mal zumachen. So, ihr habt hier eine Grafik, wo ihr alle möglichen Organe auf den Überblick habt. Und ihr habt hier die biochemische Disharmonie, also wirklich Biochemie. Und das Ganze basiert auf den Biochemical Pathways. Die sind von der Firma Roche herausgegeben worden. Das sind A0-Grafiken, die die gesamte Biochemie, molekulare Prozesse, Stoffwechselprozesse, genetische Prozesse darstellen. Und das haben wir als Hintergrundrauschen genommen, als Bewusstseinsfeld.
Und haben gesagt, okay, wenn die gesamte Biochemie dort mal in Grafiken erfasst ist, wie ist denn meine biochemische Disharmonie? Das heißt, wie verdreckt bin ich? Ja? Und wie verdreckt bin ich als Mittelwert? Ja, und da hat man oft Werte zwischen 25 und eher 60%. Und wenn man dann schaut, was ist das am schlimmsten oder die am schlimmsten betroffenen Organe, nämlich die Organe über 80% sozusagen SIF, wenn man die rot markiert, dann, was ich gesehen habe, zwischen 10 und 20 Organe werden dann normalerweise rot markiert. Das heißt, wir haben einfach viele, viele Organe, die hochgradig belastet sind, biochemisch in der Entgleisung sind. Und wir haben einen Mittelwert, der auch nicht so besonders glücklich ist. So, und dann kann ich halt Maßnahmen festlegen, wie komme ich da wieder runter. Jetzt passiert aber Folgendes. Wenn ich hier reingehe und mich dafür entscheide, dann habe ich insgesamt über die Zeit einen Anstieg der Gesamtenergie. Und interessanterweise führt dieser Anstieg der Gesamtenergie automatisch dazu, dass die biochemische Disharmonie abfällt. Dass Organe, die vorher hochbelastet waren, plötzlich immer besser werden. Und das ist nur eine einzige Beobachtung, auf was das alles Einfluss hat, wenn wir uns entscheiden, die Illusion loszulassen und uns dafür zu bekennen. Und deswegen steht hier unten dein Mut. Hast du den Mut wirklich, das zu komplettieren, was bedeutet, Illusion ist nicht mehr? So, der dürfen wir komplett entsagen und auch nicht wieder reingehen, weil sobald wir die Illusion wieder aktivieren, wird der Energiefluss wieder unterbrochen. So, damit haben wir die Möglichkeit, eine Art von Qualität zu erlangen, die also erstens Abenteuer ist, ja, wo ich also sage, wow, ich kann Leben auch nochmal völlig neu entdecken, die aber auch gleichzeitig Herausforderung ist und die so viele Geschenke beinhaltet und es mich nötigt, neu über vieles nachzudenken. Also im Grunde eine Einladung in immer wieder neu entdecken. So, das war das, was ich heute mit euch teilen wollte. Deswegen einen riesengroßen Dank an den Wilhelm, dass er uns das geschickt hat oder mich darauf hingewiesen hat, was da für eine Thematik vorliegt. Und ich glaube, viele, viele Irritationen, die wir im Moment auf außen projizieren, kommen am Ende daher, dass es einfach angesagt ist, dass wir uns weiterentwickeln. Und die Art von Sichtweise ist halt auch ganz klar eine Potenzialidentifikation. Das heißt, ich gehe jetzt nicht ins Leid, nicht ins Defizit und gehe ins Gejammer und gebe die Schuld an irgendwas Äußeres ab. Und wer alles wieder böse ist, dann sage ich, okay, es ist mein Leben, ich bin verantwortlich und entweder ich nehme die Herausforderung an und entwickle mich und entdecke mich immer wieder neu oder ich werde halt krank. Kann man ja auch machen. Ist aber dann wirklich eigene Verantwortung. Gut. So viel. Ich weiß, es sind viele, viele Fragen entstanden. Aber ich glaube, es sind genug Inspirationen da. Und mein Wunsch war jetzt für heute Abend nicht, euch Antworten zu geben. Mein Wunsch für heute Abend war, euch einfach nur einzuladen ins Entdecken und Nachdenken. Und ich glaube, da sind genug Impulse gesetzt. Gut. Es war mir ein Vergnügen.